Der Elektrovan BYD E6 hat nicht nur eine gute Reichweite, sondern auch eine schlichte Präsenz und krasse Werksgarantien. Da lohnt sich doch mal ein genauerer Blick. Also erfahrt ihr alles, was man aktuell dazu wissen kann, jetzt hier auf Project Drive. Der BYD E6 scheint ein extrem interessantes Auto zu sein, denn es gibt noch nicht so viele elektrische Vans oder MPVs, zumindest keine bezahlbaren. Außerdem gibt es den E6 auch erstmal nur in Indien. Was uns aber nicht davon abhält zu spekulieren, dass so eine Art Elektrovan auch hierzulande gut ankommen könnte. Da könnt ihr mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare schreiben. Auch ist der Launch in Indien an sich schon ungewöhnlich, weil die Masse der Leute dort sich eher, sagen wir, traditionell fortbewegt. Auch dem Verkehr geschuldet natürlich. Der BYD E6 kommt eher schlicht und unscheinbar daher. Es soll eben ein Auto für den Alltag sein und das vermittelt es auch in so gut wie jeder Hinsicht. Es sind keine LED-Scheinwerfer im Frontbereich verbaut, man muss sich mit Halogen begnügen. Die vordere und mittig gepunktete Stoßstange hebt sich dann doch zumindest ein wenig vom Rest des Äußeren ab, denn durch seitlich angedeutete, große Lufteinlässe wirkt er sportlicher. Ansonsten fällt die leicht gewölbte Motorhaube von der Windschutzscheibe abrupt in Richtung Scheinwerfer ab. An der Seite entlang lassen gerade Linien und Falten das Auto stromlinienförmig wirken. Die Dachkante ist ziemlich niedrig, welche den E6 flach erscheinen lässt. Bei der Heckansicht fällt auch direkt auf, dass die Dachlinie stark zum Kofferraumdeckel abfällt und mit einem Dachkantenspoiler abschließt. Von der linken zur rechten Heckleuchte zieht sich ein Chromstreifen darüber. Farblich kommt der BYD E6 zweigeteilt daher. Entweder in Blau, Dr. Black oder Crystal White mit jeweils schwarz lackiertem Dach. Im Inneren des E6 befinden sich ein drehbares 10 Zoll Informationsdisplay, ein 5 Zoll TFT Armaturenbrett, ein vierfach verstellbares Lenkrad, sechsfach manuell verstellbare Fahrer- und Beifahrersitze. Die Anmutung im Innenraum wirkt auch eher praktisch mit vielen USB-Anschlussmöglichkeiten, Getränkehaltern in der Mittelkonsole und Verstaumöglichkeiten. Es ist außerdem mit Front- und Seitenairbags, Reifendruckkontrollsystem, ABS mit EBD, elektronischen Stabilitätsprogramm, Berganfahrassistent, Parksensoren hinten und einer Rückfahrkamera ausgestattet. Der BYD E6 ist 4,69 Meter lang, 1,81 Meter breit und 1,67 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,8 Meter. Leer wiegt der Elektrovan 1930 Kilogramm. Das Kofferraumvolumen beträgt einfach 580 Liter, klappt man die Rücksitze um, ist sicher noch viel mehr drin, genauere Angaben gibt es dazu aber nicht. Leistungstechnisch kommt der E6 auf 70 kW oder 95 PS und 180 Newtonmeter mit Frontantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h abgeregelt. Der BYD E6 wird von einer 71,7 kWh Blade-Batterie angetrieben. Damit erreicht er eine WLTP-Reichweite von 520 km in der Stadt und 415 km kombiniert. Es verfügt über zwei Ladeoptionen, 6,6 kW AC und 60 kW DC mit 0 bis 100% Ladezeiten von 12 Stunden bzw. 1,5 Stunden. Der elektrische MPV ist außerdem in der Lage, Strom ab einer Mindestgeschwindigkeit von 2 km/h zu generieren. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Garantie und da gibt sich BYD recht großzügig, denn auf die Batterie gibt es 8 Jahre oder 500.000 Kilometer, auf den Motor gibt es auch 8 Jahre, aber nur 125.000 Kilometer und die Standardgarantie ist bei 3 Jahren oder 125.000 Kilometer. Der BYD E6 wird in Indien zu Preisen von 39.900 Euro verkauft, was ich an sich, wenn er bei uns so viel kosten würde, schon einen extrem happigen Preis finde. Dennoch wäre der E6, abseits des hypothetischen Preises, ein extrem interessantes Auto auch für unseren Markt. Von daher halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass demnächst entweder der E6 oder ein ähnliches Auto von BYD auch zu uns kommen könnte. Eure Gedanken dazu könnt ihr mir gern unter das Video schreiben. Wie gefällt euch der BYD E6? Wäre der was für euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare.
Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!